My friends, now look at Jesus with your open eyes. Liebe Freunde, schaut nun auf Jesus mit offenen Augen. No, it's not necessary to put off the lights. Keep the lights on. You know. Das Licht bitte anlassen. Yeah. Now we are going to receive anointing of the Holy Spirit. Jetzt empfangen wir den Heiligen Geist. Because Jesus said, I will pray to the Father and he will give you another helper. Denn Jesus sagte, ich werde zum Vater beten und er wird euch einen anderen Beistand geben. That's what Jesus is himself is now doing. Und genau das tut Jesus selbst jetzt. So we must remember, Jesus is the high priest. Lasst uns daran denken, Jesus selbst ist der hohe Priester. He said, I will pray. Jesus sagt, er wird beten. And what is his main prayer? Und was ist sein Hauptgebet? He himself said to give you Holy Spirit, who is the source of all gifts. Er selbst sagt, er gibt uns den Heiligen Geist, was die Quelle aller Gaben, aller Gnaden ist. Who is going to pray? Jesus. Und wer betet das? Jesus. This also you must think when you receive Holy Communion. First thing you say, Lord Jesus, you are a high priest, pray for me. Und daran müssen wir auch denken, wenn wir die Heilige Kommunion empfangen. Das Erste, was wir beten sollten, ist, Jesus, du bist der hohe Priester, bete für mich, bitte für mich. You know what I really need. Denn du weißt, was ich wirklich brauche. That's it. And now we are sure he is going to give us Holy Spirit. Und wir dürfen uns sicher sein, er wird uns den Heiligen Geist geben. We have already received Holy Spirit in baptism, confirmation and every day in the Holy Eucharist. Denn wir haben den Heiligen Geist schon in der Taufe, in der Firmung und jedes Mal in der Eucharistie empfangen. But yet we need always more and more Holy Spirit. Aber wir brauchen den Heiligen Geist immer wieder. Now I am going to ask a question to you. Ich möchte eine Frage an Sie richten. What will you do with so much Holy Spirit? Was machen wir mit so viel Heiligem Geist? What for you need Holy Spirit? Wofür brauchen wir den Heiligen Geist? You can keep it in the fridge. You really want me to say that? Yeah. Wir können ihn in den Kühlschrank tun. But you cannot, because it is fire. Aber das geht nicht, denn der Heilige Geist ist Feuer. So, we must know before we ask something, what will we do with that? Also, bevor wir um etwas bitten, sollten wir uns darüber klar werden, wofür wir es brauchen. Then only we will get more and more Holy Spirit. Nur dann wird uns mehr und mehr vom Heiligen Geist zuteil. So you say, I want Holy Spirit for myself. Also wenn wir sagen, ich möchte den Heiligen Geist für mich. Okay, take a little bit you get. Also werden wir ein bisschen bekommen. When you say, I want to do evangelization, to proclaim your kingdom to the whole world. Aber wenn wir sagen, wir möchten evangelisieren, wir möchten das Wort verkünden, und zwar in der ganzen Welt. Really? Then, okay, then you get so much filling. You take it more and more, take it more and more. Dann werden wir vom Heiligen Geist erfüllt, mehr und mehr. And Jesus says, the one who has will be given more. Und es Jesus selbst sagt, die, die schon haben, werden bekommen. This is how I grow.
So bin ich gewachsen im Geist. Some people say, Thomas Paul, I saw you 30 years back, but you have the same fire even now. Deshalb haben Menschen schon gesagt, Thomas Paul, ich habe dich vor einiger Zeit gesehen, aber du vor 30 Jahren gesehen, aber du bist im Heiligen Geist gewachsen. Same power you have even now. Du hast immer noch dieselbe Energie, dieselbe Kraft. Wie kann das sein? Because I always say I want to evangelize the whole world. Give me power for that. Das liegt daran, dass ich darum bitte, um den Heiligen Geist, um der Welt das Wort zu bringen. It's not necessary everybody should take a mic and proclaim. You can do in your own way what God has planned for you. Es ist nicht notwendig, dass jeder dafür zu einem Mikrofon greift. Wir können auf unsere eigene Weise das tun, was Gott mit uns vorhat. All those who are watching this in the house through live stream, alle die heute per Livestream zugeschaltet sind, surely because you cannot come here because of various reasons. Warum auch immer sie nicht persönlich hier sein können. Maybe you have 5 children, 4 children, 7 children. How can I come? Weil sie vielleicht 4, 5, 7 Kinder haben und deshalb nicht kommen können. But through the, as a mother of 7 children, you can evangelize the whole world. Aber als Mutter mit 7 Kindern können Sie die ganze Welt evangelisieren. Even a mother of 1 child, you can evangelize the whole world. Sogar als Mutter mit von nur einem Kind kann man die Welt evangelisieren. So, the point is, there are verschiedene Wege, there are different ways. Also der Punkt ist, es gibt verschiedene Wege. But remember, as a Christian, the last words of Jesus was this: Go and proclaim to the whole creation. Aber lass uns dran denken, das letzte Wort des Christus zu uns spricht ist, geht hinaus in die Welt und verkündet das Evangelium. So, our baptism is a Gabe und eine Aufgabe. Also unsere Taufe ist eine Gabe und eine Aufgabe. Pope Francis says, we have not yet opened that gift we received in the baptism. Unser Papst Franziskus sagt, wir haben das Geschenk, das wir in der Taufe empfangen haben, eigentlich noch gar nicht geöffnet. Open. And one point in that is, it is a task. Everyone has a task. Und ein Punkt in diesem Zusammenhang ist, jeder hat eine Aufgabe. Then we will have another flow of the Holy Spirit when you believe that. Und wenn wir das glauben, dann werden wir einen ganz anderen Zustrom des Heiligen Geistes erfahren. Up to the age of 40, I never thought that as a layman I can also preach the gospel. Bis ich 40 Jahre alt war, habe ich mir niemals vorstellen können, als Laie das Evangelium verkünden zu können. I thought it is the work of the priest and the Ordensleute, the religious people, the missionaries. Ich dachte, das ist die Aufgabe der Priester und der Ordensleute. But suddenly the Holy Spirit came upon me and I began to preach. Aber plötzlich überkam mich der Heilige Geist und ich fing an zu predigen. Then I realized it is a task given to every believer through baptism. Und dann wurde mir auf einmal klar, es ist eine Aufgabe, die durch die Taufe jedem Gläubigen zukommt. Yes. So shall we pray? Yes, Lord, I accept that. Please send someone to me so that I speak about you. Also lasst uns beten. Ja, Herr, ich akzeptiere das, dass du mich sendest zu anderen, um über dich zu predigen. Today itself somebody will come to you or somebody will call you. What was happening in your church? Can you tell me?
Like that they will ask. So you evangelize, you speak. Ja, vielleicht kommt jemand zu uns und fragt uns, was war heute in der Kirche los? Und das ist eine Gelegenheit für uns zu evangelisieren, über unseren Glauben zu sprechen. You can also think, oh, that is my private matter. You don't have to know about it. Natürlich könnten wir sagen, das geht dich eigentlich nichts an, das ist meine Privatsache. No, Jesus Christ is not your private property. Aber Christus ist kein Privateigentum. When Jesus came, there were no Christians. Als Christus auf die Erde kam, gab es noch keine Christen. When Jesus died, there were no Christians. Und als Christus starb, gab es keine Christen. So for whom Christ came? Für wen kam also Christus? Christ came for the whole humanity. Christus kam für die ganze Menschheit. Maybe your neighbor is a Muslim or a Hindu or a Buddhist. Vielleicht. At least you believe he is also child of God and Christ has come for him. Vielleicht ist ihr Nachbar ein Muslim, ein Hindu, Buddhist. Aber ein Buddhist. You believe first Christ has come for him also. Aber wir sollten dann glauben, dass Christus auch für ihn gekommen ist. Christ died for him also. Christus starb sogar auch für ihn. Christ took their sin and Christ want to give them peace. Christus nahm ihre Sünde auf sich, damit sie den Frieden haben. But they do not know. Aber sie wissen es einfach nicht. How they will know? Wie können sie das erfahren? First we have to pray, oh God, I know you, but my neighbor do not know you, but yet they have the right to receive salvation. Als erstes sollten wir beten, Herr, ich weiß von dir, ich kenne dich, aber sie kennen dich noch nicht. Aber haben sie nicht auch einen Anspruch, von dir erlöst zu werden? In the Holy Mass you say, oh Jesus, I also offer these people who do not know you, bless them. Also kann ich diese Menschen in das Opfer einbeziehen, die dich nicht kennen. And slowly God, Holy Spirit will make it possible that you meet them, you pray for them and you will let them know about Jesus. Und so macht der Heilige Geist es mehr und mehr möglich, dass wir mit ihnen sprechen, für sie beten. So zusammenfassend, shall we decide that you want to evangelize, you want to speak about Jesus? Also fassen wir zusammen, wollen wir uns entscheiden, zu evangelisieren, über Jesus zu sprechen mit anderen? We don't know how. Wir wissen nicht wie. But we say, I am available to you, Jesus. Aber was wir tun können, ist, wir können sagen, Jesus, ich stehe dir zur Verfügung. Yes. Give me Holy Spirit. Gib mir den Heiligen Geist. With this attitude, you pray, Jesus. You pray, fill me with the Holy Spirit. I want to do like a branch of you. Und mit dieser Haltung sollten wir beten. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist, Jesus. Ich möchte eine Rebe an deinem Weinstock sein. I am a Mitarbeiter Christus. Ich möchte ein Mitarbeiter Christi sein. Take me. Nimm mich. Use me. Benutze mich. I tell you, from the time I began to preach, I felt so joy, so great. I understood the dignity of a Christian. Glaub mir. From the time I began to proclaim, evangelize. Als ich anfing, das Evangelium zu verkünden, empfand ich eine solche Freude. And a dignity, und eine new dignity. Ich habe eine neue Würde erfahren. I am a Mitarbeiter of Jesus Christ. Auf I'm a co-worker of Jesus Christ. Bin ich ein Mitarbeiter Christi. Sometimes people ask me when I am in an airport, what are you doing? Manchmal fragen mich Menschen, wenn ich auf dem Flughafen bin, was machst du? I am working for Jesus Christ. Ich arbeite für Christus. Yes. Then they will ask, so I explain. Dann fragen sie nach und ich erkläre es gerne. Okay, so now
we are going to pray. Und jetzt lasst uns beten. We sing a song of Holy Spirit, and as we sing, you can come forward, Father and me and Gino, we will pray for you. We are praying on behalf of Jesus. Rather, Jesus is actually praying for you. Wir werden jetzt ein Lied zum Heiligen Geist singen. Und während wir singen, werden unser Pfarrer, unser Diakon und Thomas Paul. There is assistant parish priest. He can also. Ah ja, genau. Der, unser Pfarrvikar ist auch da. Werden jeden segnen, der es möchte. And your heart must be, Lord, I want to work for you. I want to do something for you. Und in unserem Herzen sollten wir bitten, Herr, ich möchte für dich arbeiten. Gib mir deine Kraft. I have a task. Ich habe eine Aufgabe. But I cannot do it unless you give me power. Aber ich kann sie nicht erfüllen, wenn du mir nicht die Kraft dazu gibst. Und der Herr wird sich sehr freuen, uns diese Kraft zu geben. Yes, yes, yes. Jesus, dein Licht. Bei diesem Lied kommt auch der Heilige Geist vor. Komm, Heiliger Geist, setz die Herzen in Brand. Thank you.
Let us kneel down to receive the final blessing of the Lord. Lass uns niederknien, um den Schlusssegen zu empfangen. Means thanksgiving. Das Wort Eucharistie heißt Danksagung. So let us thank God for these 3 days of the experience of Word of God and blessing of Jesus. Lass uns also Gott Dank sagen für diese 3 Tage, für die Erfahrung der Nähe Gottes. Please be seated. Nehmen wir bitte Platz. Now, I request you an Überraschung, like a surprise. Thomas Paul hat eine Überraschung für uns. This is, you already said, I am ready to proclaim Jesus, give me power. Wir haben schon darum gebeten, Herr, ich bin bereit, dein Wort zu verkünden, gib mir die Kraft dazu. I am giving you a chance right now to start proclaiming here. Come here and speak one sentence. What experience you had in these 3 days? What particular word touched you? Das können wir gleich üben. Jeder, der möchte, möge vorkommen und einen Satz sprechen, was ihn besonders berührt hat in diesen 3 Tagen. So already it make a trigger. Sozusagen als Auslöser, yes. Als Initialzündung. This is a chance. Das ist eine Gelegenheit. Please come. Bitte. One sentence, 2 sentences. What particular point you liked in these 3 days? 1 or 2 sentences. Also wer traut sich? Please come. 1 oder 2 Sätze. As a thanksgiving to Jesus. Don't be afraid, I will stand with you. Gut, ich fange an. Ich traue mich als Erster. Yeah. Jesus, ich danke dir. Du bist mein Bruder, mein Freund, mein Heiland, mein Erlöser. Auf dich darf ich vertrauen. Thank you. Gibt es vielleicht noch jemanden, der sich traut? Jesus, ich danke dir, dass du mich in der Konsekration mit hineingenommen hast in diese Verwandlung. Amen. Thank you. Jesus, ich danke dir, dass du der Friede bist in mir, der mich erfüllt. Ich danke dir, dass du lebendig lebst in mir mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du durch meinen Dienst, dass du mich in den Dienst nimmst, deine Gegenwart den Menschen zu schenken. Ich danke dir. Thank you. Jesus, ich danke dir, dass du in deiner Kirche lebst und wirkst, jetzt und immer. Das sehen wir hier an diesem Beispiel, ein Christ, der freudig und mit Leben sein Zeugnis gibt. Dankeschön.
This is the last, then we sing the last song. Okay, yeah. Jesus, danke, dass du mein Licht bist. Danke, dass du mein Kraft bist. Danke, dass du lebst. Thank you. Sorry. Ja, dann singen wir jetzt das Schlusslied. Ein paar Schlussworte, bitte noch einmal hinsetzen. Ich hoffe, irgendwie ist mir jetzt gar nicht so kalt wie die letzten beiden Abende. Wie geht's Ihnen, euch? Kalt, okay, gut. Also, wir haben jetzt, ein paar Worte will ich einfach noch sagen. Thomas Paul ist es eigentlich gewohnt, vor Hunderten oder auch Tausenden Menschen zu reden. In Indien beispielsweise, wir waren knapp darunter. Aber meine Devise ist, ich bin hier in Deutschland, nicht in Indien, wenn nur einer gekommen wäre, dann wären wir für diesen einen Menschen da gewesen. Und Sie, ich sage einfach Thomas, waren jetzt da für die, die zu diesen drei Abenden gekommen sind und dafür einfach ein, wie man in Bayern sagt, ein ganz großes Vergelt's Gott. Sie haben uns viele sehr, sehr schöne und tiefe Gedanken geschenkt.
Ich möchte 4 Punkte nennen, die mich besonders beeindruckt haben. Gott ist konkret. Er ist nicht da oben irgendwo, sondern hier und wirkt in mein Leben, in ihr Leben, in unser Leben. Gott ist konkret und wirkt. Das Zweite, die Ehrfurcht. Mir ist aufgefallen, die Ehrfurcht, die Sie haben vor der Eucharistie, vor unserem Glauben und vor Gott. Das Dritte, die Liebe zur Kirche, zum Katechismus. Das habe ich noch nie erlebt, dass jemand den Katechismus dirigiert. Als wäre das einfach eine schöne Melodie. Hat mich sehr beeindruckt. Und das Letzte, als Letztes möchte ich die Freude nennen, begleitet durch Humor. Also dieses Wort aus dem Buch Nehemia, die Freude am Herrn ist eure Kraft, das war nicht einfach nur so, was man so sagt, sondern das war spürbar. Und dafür danke. Amen. Worin wir Männer einfach nur schlecht sind, wenn wir was organisieren, wir vergessen die Geschenke. Aber das originellste Geschenk, das Männern einfällt, das habe ich dann bei mir noch gefunden, eine Flasche Wein. Thank you very much. Ich hoffe, Sie trinken Wein und die Plätzchen, die sind selbst gemacht, aber nicht von mir selbst gemacht. Für seine Ehefrau. Thank you for your coming with your husband from India to Germany. No, from Austria. Or from originally India, Austria. To Germany. Very great. Very great. Dann an unsere Übersetzer, die ich finde, das wirklich vorzüglich gemacht haben. Die Frau Allgeier ist leider schon weggegangen, die das auch sehr schön gemacht hat. Was mich insbesondere gefreut hat, dass Jesus auch ein Pfarrer war. Vielleicht erinnern Sie sich, wenn Priest war, hat sie öfters mit Pfarrer übersetzt. Sie hat das wirklich gut gemacht. Und dass er auch Pfarrer war, ehrt mich und uns. das ist für den einen, für den Veit Frank. Auch danke fürs Übersetzen. Und ich möchte einen genauso großen Dank sagen an Herrn Adelhardt und seine Crew. Also ich habe jetzt nicht, so groß ist mein Weinkeller dann auch nicht, dass ich für jeden eine Flasche Wein gehabt hätte, aber wäre vielleicht auch nicht gesund. Deswegen 4 Flaschen und bei der nächsten Probe darf man die dann... Probe nicht. Okay, nach der Probe. Ja, vielleicht auch vor der Probe, dann geht es manchmal noch geschmierter. Ja, also, ein großes Dankeschön auch an Sie und an euch, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese Exerzitien, einfach zugehört haben. Und ich bin ganz sicher, dass jeder irgendetwas
hat mitnehmen können und dass es Frucht bringt. Das haben wir ja heute auch gehört. In der Tat, das habe ich auch noch nie bedacht, dass die Früchte nicht am Weinstock, sondern an den Reben sind. Das ist eine Gabe und eine Aufgabe, Frucht zu bringen. Und wenn, wie groß oder wie klein die Frucht auch immer sein mag, diese drei Tage gebracht haben, dann ist es immer ein Werk Gottes, aber er braucht die Mitarbeiter, diejenigen, die sich zur Verfügung stellen, und das sind wir alle. Das ist er, Thomas Paul, und das sind wir alle. Ich glaube, das dürfen wir wirklich mitnehmen. In diesem Sinn einen schönen Nachhauseweg, noch einen gesegneten Advent. Und wenn Sie mögen, können wir uns drüben im Saal noch nicht allzu lang, aber zumindest noch ein bisschen, ein paar Plätzchen und ein bisschen was zu trinken treffen. Gute Nacht. One small word. Thank you, Father, for inviting me for this, and thank you all of you. Noch ein kurzer Punkt. Ganz herzlichen Dank an unseren Pfarrer dafür, dass Thomas Paul eingeladen worden ist. And I wish you could watch these videos in your website, in the YouTube site of the parish. Und ich empfehle, oder ich wünschte, diese Videos wären auf der Webseite der Pfarrei zur Verfügung. You should hear it again, then only you will have more understanding. Denn man sollte das ein paar Mal hören, um ein vertieftes Verständnis zu gewinnen. That's all. Thank you. Das ist es. Vielen Dank.